Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, heute ein ganz kurzes Video zum Thema Selbstorganisation im Network Marketing. Egal, ob du jetzt nebenberuflich oder ob du Vollzeit hauptberuflich im Network Marketing startest. Im Network Marketing hast du niemanden, also natürlich hast du eine Upline, du hast einen Sponsor, der dir hilft, ja, der dir zeigt, wie das Ganze funktioniert, aber du hast Tag ein, Tag aus niemanden, der dir sagt, was du jetzt zu tun und zu lassen hast, wie du das oft im Angestelltenverhältnis vorfindest, ja. Da kommst du zur Arbeit und dann kriegst du die Aufgaben und die arbeitest du ab. Das ist im Network Marketing halt eben anders. Viele Menschen kommen aber jetzt aus einem Bereich Angestellten-Dasein, aus dem Arbeiterbereich, wo sie vielleicht nie gelernt haben, ihren Tag zu strukturieren, ihren Tag einzuteilen, weil sie immer jemanden hatten, der ihnen im geschäftlichen Sinne eben gesagt hat, was jetzt zu tun ist. Und deswegen ist Selbstorganisation so wichtig. Und es gibt eine ganz, ganz einfache Methode, wie du ja dich selbst organisieren kannst. Und dazu brauchst du im Prinzip nur ein Blatt Papier, ja, wo ein Wochenplan drauf ist. Ja, das ist ein einfaches Instrument, ja, mit dem du dich organisieren kannst. Das heißt, du arbeitest mit einem Wochenplan. Ich weiß, es hört sich super simpel an, aber es ist es auch. Ja, du nimmst dir einen Wochenplan, ja, und trägst dort deine fixen Termine ein. Ich würde dir auch empfehlen, einen Wochenplan, wo du also auf einer Seite hast, oder so einen Timer, wo du eine Woche auf zwei Seiten hast, sodass du immer sofort einen kompletten Überblick über die Woche hast. Und dort trägst du dann als allererstes die fixen Termine ein, die du nicht ändern kannst. Zum Beispiel, wenn du noch nebenberuflich arbeitest, dann deine Arbeitszeit. Und dann trägst du darum die Zeitfenster ein, an denen du für dein Geschäft arbeitest, also für dein Network-Marketing-Geschäft arbeitest. Und dann ist wichtig, dass du ja so eine gewisse Regelung beachtest, ja. Du solltest dann gucken, an den Zeitfenstern, wo du für dein Network Marketing Business arbeitest, solltest du mindestens 80% der Zeit, ja, am Aufbau deines Geschäfts arbeiten, also Marketing Aktivitäten betreiben, ja. Das können Termine vereinbaren sein, das können neue Kontakte knüpfen sein, das kann aber auch zum Beispiel, wenn du jetzt über YouTube arbeitest, ein Video erstellen sein, was dir dann neue Views bringt, neue Leads generiert, etc. Also wichtig ist, dass der Großteil deiner Zeit, ja, und hier würde ich definitiv 80% oder sogar mehr veranschlagen, dass du da die Zeit verwendest, und dann schreibst du dir halt eben rein, wenn du jetzt zum Beispiel 2 Stunden Zeit hast von 18 bis 20 Uhr, dann nimmst du 1,5 Stunden für genau diese Aktivitäten, also Marketing, ja, und die restlichen 0,5 machst du dann, oder die restliche halbe Stunde wäre dann administrative Tätigkeiten. Das heißt, wenn du zum Beispiel einen neuen Kunden gewinnst und du hast noch eine gewisse Nacharbeitung, den Auftrag fertig machen oder wie auch immer das in deinem Geschäft dann halt läuft, wenn du Nacharbeiten hast, die machst du dann in dieser halben Stunde. Oder wenn du Fragen deiner Teampartner hast, dann klärst du die in dieser halben Stunde, ja, und sprichst es mit den Leuten durch. Ja, also dass du dich so organisierst. Wichtig ist aber immer bei dieser Sache, dass du halt den Hauptteil deiner Zeit wirklich für dein Marketing nutzt und für dein Marketing investierst. Ja, und gerade wenn das Team größer wird, ist es umso wichtiger, dass du dir diese Zeiträume auch beibehältst. Ja, weil letzten Endes nichts ist im Network Marketing wichtiger als, ich nenne es immer, frisches Blut, ja, neue Vertriebspartner, die motiviert ihre Ziele verfolgen. Ich hoffe, das Ganze war für dich hilfreich. Wenn dem so war, freue ich mich, wenn du es mit deinem Netzwerk teilst, Daumen hoch der ganzen Sache gibst. Ansonsten interessiert mich immer brennend deine Gedanken zum Thema. Würde mich freuen, wenn du mir da einen Kommentar hinterlässt, Feedback, Anregungen, ja, oder auch Ergänzungen zu diesem Video. Ja, in diesem Sinne alles Gute, bis zum nächsten Video, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.